in Szene setzen kann. Zum Beispiel so. Schöner Schuss auf die Querlatte. Schade. Felix Magath. So ist es richtig. Weite Pässe auf den kopfballstarken Dieter Hoeneß. Der lässt zurückfallen auf das nachrückende Mittelfeld und dann Distanzschüsse, die hier von Magath auf die Querlatte. Sohn hat freie Bahn. Ist er schnell genug? Ja, er muss noch einen Haken schlagen und da ist der Schweizer Abwehrspieler. Das war Wehrli. Ah, ein bisschen zu flach die Flanke, sonst hätte daraus was werden können. Immer noch die Schweizer. Noch einmal Wehrli von der rechten Seite. Olaf Thon. Ah, da wieder ein Missverständnis. Sulza. Kommt er vorbei. Immer noch die Schweizer. Ja, da gab es eben doch einige Missverständnisse nach rund einer halben Stunde Spielzeit hier im St. Jakobstadion von Basel. Ein Missverständnis im deutschen Mittelfeld, in der deutschen Abwehr. Wieder ein Fehlpass. Da geht doch einiges daneben. In der Schweizer Mannschaft. Der Torhüter Martin Brunner, dann Claude Ried, der linke Außenverteidiger und um der Vollständigkeit halber den dritten hinzuzufügen, das ist mit der 11, der 19-jährige Andi Halter. Rolf. Berthold. Hat Platz, ist schnell. Da kommt Egli und leer zur Ecke. Ralf Falkenmaier versucht es mit dem linken Fuß von der rechten Seite. Hoeneß, und da ist das Tor. Mit Bande, wenn man so will. Die Ecke kam ein bisschen zu flach, wurde verlängert. Und dann traf Hoeneß ins ungedeckte Eck. Wir sehen es hier noch einmal. Zunächst wird der Ball abgefällt. Martin Brunner auf dem falschen Fuß, steht auch 5 Meter vor seinem Tor. Dieter Hoeneß bringt die deutsche Mannschaft in Führung. Gespielt gut 34 Minuten. Unerreichbar für den jungen Schweizer Torhüter. Und das Spiel, das will man von einem Angriffsführer, von einem Mittelstürmer sehen. Schweizer Rücken sehr schnell hinten heraus. Oh, ein Fehler und die Chance für Andi Halter zum Ausgleich. Und ich sein. Zum ersten Mal musste der HSV-Torhüter eingreifen und er bewährte sich. Hier ein Fehler von Karl-Heinz Förster war das. Andi Halter ein bisschen spitz, sicherlich der... Position. Sulza zu früh gestartet. Es läuft die 45. Minute hier im St. Jakobstadion. Ich vermute, dass Joël Quignot, der Schiedsrichter aus Frankreich,
mindestens eine Minute aufgrund der Verletzungen von Briegel, von Förster, von Olaf Thon nachspielen wird. Konnte Heinz Herrmann nicht abspielen, weil Halter in Abseitsposition stand. Dieter Hoeneß ist hier einziger Torschütze in dieser Partie. Immer noch die Schweizer. Herrmann. Wierli. Sehr schöne Flanke. Sulza. Da kommt nicht vorbei an Felix Magath. Chance vorbei. Und der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Quignou aus Frankreich. Keine überragende Partie bisher. Das war sicherlich auch nicht zu erwarten. Vielleicht bringen die zweiten 45 Minuten spielerisch noch etwas mehr. 1:0 für die deutsche Mannschaft zur Halbzeit. Seit dem 43. Länderspiel gegen die Schweiz. Ich gebe es zur Tagesschau nach Hamburg. Der lebensgefährlichen Krankheitserreger in sich trägt. Werte Zuschauer, wir kommen gerade rechtzeitig zum Anstoß zur zweiten Halbzeit. Es hat zwei Wechsel in der deutschen Mannschaft gegeben. Und zwar spielt jetzt Dietmar Jakob vom Hamburger Sportverein mit der Nummer 14 Vorstopper für den leicht verletzten Karl-Heinz Förster. Und im Angriff soll jetzt Karl Allgöwer, der Schussleiter, hier haben wir Allgöwer. Der Mann ist schwer vom Ball zu drängen. 3 gegen 3. Thomas Berthold, da ist die Lücke, da müsste er alleine gehen. Jetzt geht es zu weit auf die Flügel. Hoeneß. Noch einmal Hoeneß. Deutsche Mannschaft bleibt im Ballbesitz. Falkenmeier. Ja, das ging nicht. Alleine versuchen und macht es auch und schießt fast das 2:0. Er stand völlig allein gegen 3 Schweizer Abwehrspieler, etwa 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Hier sehen wir es. Er hätte warten können oder durchziehen. Und er tat das einzig Richtige, er schoss. Chance für Thomas Berthold zum 2:0. Es gibt Abstoß. Ein Schweizer liegt noch am Boden. Es ist René Botteron. Hier sehen wir das Duell zwischen René Botteron und Thomas Berthold. Martin Brunner, der Torhüter, noch dabei die Information, was Ferré passiert ist. Ah, mit gestrecktem rechten Bein. Sieht man nicht gerne beim Fußball, muss nicht sein, ist überflüssig, zumal in einer solchen Situation. Schade. Aus Franz Beckenbauers Miene kann man sicherlich nichts deuten, was er vielleicht über dieses Spiel denkt. Er wird sich seine Gedanken gemacht haben, er wird die Kritik über jeden Einzelnen sicherlich fest im Kopf haben. Heinz Herrmann versucht es noch einmal. Und noch einmal die Ausgleichschance für die Schweiz und noch einmal steht Uli Stein im Wege.
Aber ich glaube, er könnte auch abpfeifen, obwohl er noch eine Minute seinen Linienrichtern signalisiert. In dieser letzten Minute wird nicht mehr allzu viel passieren. Weber. In Albon noch einmal. Mit der 15 Ferdi Meissen. Weber mit einer weiten Flanke. Oh, da hätte sich Uli Stein fast verschätzt. Da musste er zwei, drei Schritte zurücklaufen. Noch einmal Weber. Und die Schusschance. 2 Meter zu hoch angesetzt von Christian Mattei. Das war vermutlich die letzte Chance. Nicht nur für die Schweiz in diesem Spiel. Hier sehen wir den Schuss noch einmal. Weit daneben. Viel zu hoch von Christian Mattei, dem Zürcher Stürmer. Es läuft bereits die 48. Minute in dieser zweiten Halbzeit. Und der französische Unparteiische macht noch keine Anstalten, die Partie zu beenden. Lässt offensichtlich jede Verletzungsunterbrechung voll nachspielen. Abseits. Wieder künftig ein deutscher Spieler am Boden. Noch einmal Wolfgang Rolf, der offensichtlich aus dem Stadion von Basel in einem Spiel die vielen Chancen der Schweizer